Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und tatsächlich zum allerersten Urlaubsvlog. Ich bin gerade in Frankfurt in einem Hotel mit einem Kollegen und für uns geht es morgen früh nach Los Angeles. Wir bleiben da ein paar Tage, daraus hier folgt dieses Video, das wird jetzt nur ein LA-Vlog und danach geht es noch woanders hin, was 100-mal krasser ist. Ich realisiere es auch irgendwie immer noch nicht, dass wir da einfach hinfliegen. Wir gehen da einen Kollegen besuchen, der macht dort ein Auslandssemester, pennt in seiner Crib, bleiben da ein paar Tage und machen Urlaub mit dem zusammen. Es wird extrem krass. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, Kommentare spam und viel Spaß. Ich bin irgendwas behypt. Es wird krass. So schnell geht's. Wir sitzen jetzt am Flughafen, knappe 8 Stunden später. Ist auch gerade Boarding, fliegen nach Las Vegas. 12 Stunden, haben dann 6 Stunden Aufenthalt, was aber eigentlich ganz nice ist, weil dann können wir nochmal kurz in die Stadt gehen, kurz uns Las Vegas nochmal für 6 Stunden anschauen und dann geht's weiter. 1 Stunde Flug nach Los Angeles. Wir sehen uns gleich im Flieger. 37, ne? Ja, hier. We made it. Wir sitzen im Flugzeug. Der Brill pennt schon. Wünscht uns einen guten Flug. Mit Stranger Things angefangen. Jetzt erst tatsächlich. Wir haben es geschafft. Wir sind in Vegas. Und jetzt gehen wir unsere Koffer holen. Haben dann 6 Stunden Aufenthalt. Dann geht es aber nochmal kurz, wenn wir es schaffen, in die Stadt. Dass wir uns jetzt nochmal ganz kurz für 2 Stunden Vegas angucken können. Ich glaube, ich habe jetzt den ganzen Flug über so 2 Stunden geschlafen. Bin dementsprechend sehr im Arsch. Aber ich bin hyped, deswegen passt das. Es betet einfach für uns, dass unsere Koffer auch ankommen und die abholen können. Das ist immer meine größte Sorge. Ich höre, wenn mein Koffer nicht ankommt, dann war es das für mich. Yes, sir. Koffer ist da. First impression. Las Vegas ist erstmal, glaube ich, gefühlt 100 Grad. Und da hinten, straight vom Flughafen, sieht man jetzt Drip. Es sieht zwar aus wie eine 2 von 10 hier mit Zipper und Jogginghose bei 40 Grad, aber kriegen das schon hin. Ey, ich sag euch ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hingucken soll. Diese Stadt ist so geisteskrank überladen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Alter. Es ist so krank. Gute Ampeln jucken hier anscheinend auch niemanden. Kuss. So, wir steppen jetzt mal in ein Casino rein. Ey, die meinen das komplett ernst hier, ne? Ey, ich will gar nicht wissen, wie ihr am Tag verzockt wird. Also echt, Jungs, ich habe keine Ahnung, was ich hierzu sagen soll. Egal, wo ich hingucke, es sieht einfach irgendwie krass aus. Also, ich weiß es nicht, ich bin überfordert. Böse sehen eigentlich diese Läden aus, Tom Ford, LV, Prada. Also wir waren jetzt noch ganz kurz was essen auf schnelle Welle. Wir haben jetzt noch, boah, krasser Wagen. Wir haben jetzt noch knapp eine Stunde in der Stadt. Dann müssen wir wieder zum Flughafen. Tut mir auch leid, dass ich euch jetzt nicht so viele geisteskranke Einblicke liefern kann. Aber ich will auch gerade, weil wir vor allem so wenig Zeit gerade hier haben, ein bisschen selber das ein bisschen wahrnehmen und selber mal erstmal checken, bevor ich die ganze Zeit hier noch rumfilmen bin. Ich bin nicht nur in Las Vegas, ich bin auch gleichzeitig in New York. Mit einer Achterbahn. Mitten in der Stadt, ey. Also mir fehlen die Worte, wow. Wir sind wieder am Flughafen und selbst hier, Spilo. Kiel, falls du es sehen solltest, dein Paradies. Kleines Fazit zu Las Vegas, auf jeden Fall. Ihr habt es, glaube ich, auch mitbekommen. Zu viele Eindrücke auf einmal nach viel zu kurzer Zeit, das war stressig, aber auch gleichzeitig cool, so wenn ihr wisst, was ich meine. Muss auf jeden Fall irgendwann noch mal entspannter nach Las Vegas, so für 1-2 Tage oder so. Verbunden mit so einem Roadtrip an der West Coast, will ich eh noch mal irgendwann machen, auf ganz entspannt. Das Ganze war ja auch nur spontan, weil wir halt so lange Aufenthalt hier haben. Aber trotzdem war es eine coole Erfahrung und jetzt bin ich überhyped auf LA. Ich schwöre auf alles, ich habe einfach in diesem Flieger hier, wo ungefähr 20 Reihen sind, mehr Beinfreiheit als in meinem 12-Stunden-Condor-Flug. Ich melde mich tatsächlich wieder aus Los Angeles. Wir haben es geschafft, wir sind im Hotel. Und ich habe auch gerade realisiert, ich glaube, wir sind jetzt schon über 30 Stunden wach oder so. Und ich merke es auch wirklich, mein Körper ist am Ende seiner Kräfte. Wir haben jetzt hier, glaube ich, Ortszeit 8 Uhr, wollen aber noch ein bisschen wach bleiben. Hotel ist tatsächlich auch sehr, sehr nice. Ich gebe euch jetzt hier einmal kurz einen Einblender von der Roomtour. Man kommt hier rein. Hier, kleiner Eingangsbereich. Hier haben wir das Badezimmer. Muss ich sagen, auch
sehr, sehr clean. Fußboden weiß ich jetzt nicht, ein bisschen auf optische Täuschung angelehnt, aber an sich auf jeden Fall ein cleanes Badezimmer. Dann haben wir hier ein schönes, großes Bett mit einem schönen Mann. Hier einen schönen Fernseher, Regal und dann draußen so auf Motel angelehnt, auch wenn es eigentlich gar kein... Oh, ich hab's zugemacht, geil. Sehr, sehr krass mit so einem riesigen Pool, der ist echt richtig lang. Ich glaube, da gehen wir morgen auch mal rein, abends so Late Night, der noch echt lange auf. Kann man nichts sagen, ich glaube, wir zahlen jetzt hier irgendwie für 2 Nächte 80 Euro oder so pro Person. Wir haben den nächsten Tag, sitzen schon im Auto, sehr, sehr produktiv und wir haben auch erst 9 Uhr morgens. Wir sind nur 2 Tage in L.A., auch wieder ein sehr, sehr spontanes, knappes Ding und deswegen müssen wir die Zeit hier komplett ausnutzen, haben uns schon Mietwagen gezogen. Ich nehme euch heute ein bisschen mit, auch nicht zu viel, weil ich will auch selber ein bisschen so genießen und so weiter, aber ein paar Einblicke bekommt ihr. Es wird sehr, sehr krass, es ist sehr, sehr warm und wir haben sehr, sehr Bock. Wir fahren jetzt hier gerade durch die Hills, oben hoch zu Hollywood Sign und es sind sehr, sehr enge Straßen, aber es sieht alles so sexy aus. Jungs, wir sind jetzt am Hollywood Sign, das ist irgendwo da hinten. Wir spazieren jetzt hier mal ein bisschen rum, gucken uns das Ganze an. Aber erster Eindruck schon mal sehr, sehr schön. Ist auch jetzt erst wieder aufgefallen, wie geisteskrank riesig Los Angeles ist. Das denkt man eigentlich gar nicht. Aber wir haben von unserem Hotel bis hierhin 50 Minuten gebraucht mit dem Auto. Es waren irgendwie 26 Kilometer oder so. Hollywood Sign, yeah! Man muss echt sagen, riesig hier, riesige Stadt. Hier ist also der berühmt-berüchtigte Spot, wo alle Touris, wie auch ich, geil, hingehen und irgendwelche Bilder machen. Aber man muss auch sagen, sieht schon echt geisteskrank hier aus, Alter. Diese Straße hier, einfach wie im Film. Vor allem haben wir auch da hinten Blick aufs Hollywood Sign. Wow, hier ist unsere Karre, der AMG. Nächster Stop, Melrose Avenue. Das ist die Straße, wo unter anderem die ganzen Läden sind, Cool Kicks etc. Jetzt einfach mal ein bisschen hier rumlaufen. Wir wollten auch noch irgendwie was essen, müssen wir mal schauen. Ein paar Läden abchecken, einfach ein bisschen das Wetter genießen und Los Angeles genießen. Band LA ist auch so ein Laden wie Cool Kicks etc., die so ganz viel Hype-Stuff haben. Einfach so ein XXL Murakami Wasserkissen. Ich habe ja das normale Kissen einfach für die Couch. Was ist das für ein Laden? The Cool. Bei Cool Kicks. Lass mal rein. Sieht geil aus. Wir haben hier auf jeden Fall den Gap Yeezy Balenciaga Hoodie. Sehe ich jetzt gerade das erste Mal in Real Life. Ich glaube, den werde ich tatsächlich mal anprobieren, weil ich will echt mal wissen, wie der fittet. Ich habe jetzt hier gerade mal so einen CPFM Hoodie an, in so einem Grün. Ich muss sagen, ich finde den sehr, 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 sehr krass. Auch die Farbkombo aus diesem Grün-Blau, der ist schon geil, aber ich weiß nicht, ob der so Baba fittet. Als nächstes der Yeezy Gap Balenciaga Hoodie. Ich muss sagen, ich fitte von hinten, weil das hinten so hoch geht, sehr, sehr krass. Aber ansonsten auch, weil die Ärmel so eingenäht sind. Ich weiß nicht, ob ich den fit so feier, aber irgendwie hat es auch was. Ich glaube, der kostet $400 oder so, auf jeden Fall viel zu viel. Ich kann eigentlich gar nichts kaufen, weil mein Koffer wirklich randvoll ist, also da geht gar nichts mehr, nicht mal ein T-Shirt mehr passt rein. Deswegen sehr, sehr kritisch. Ich muss aber sagen, der CPFM Hoodie, den fand ich schon sehr krass. $200 hat er, glaube ich, gekostet. Ich weiß jetzt nicht, für was der sonst geht. Ich habe den vorher tatsächlich noch nie gesehen. World of Vintage T-Shirts. Mal schauen. Fazit, waren auf jeden Fall nicht die besten Vintage T-Shirts. Wir sind im nächsten Store. Sieht so aus. Auch sehr, sehr, ist das der Store? Heißt das so? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Sehr, sehr geiler Boden vor allem. Und auch sehr clean. Hier nochmal Schuhe und so weiter. 1,8. Schnapper. Wir sind hier jetzt bei so einer Luxus-Auto-Werkstatt, was auch immer. Gebt euch mal, was hier steht. Pista, unfassbar krasser Cullinan. Hier noch ein Urus, noch ein Cullinan, beide irgendwie kaputt oder sonstiges. Und ich sage euch jetzt, Call von mir. Das hier ist der Urus von Kim Kardashian. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein von dem Urus von Kim. Selbe Felgen, selbe Farbe, genau gleich. Erste Mahlzeit heute. Chipotle. Soll gut sein, habe ich gehört. Da geht's jetzt rein, gibt's auch nur in Amerika, das ist eigentlich relativ bekannt. Ich bin gespannt, ich gebe euch ein Feedback. Hier haben wir einmal die Bowl, auf jeden Fall ganz viel Salat, darunter ist noch Chicken, Guacamole, Tomate, Käse etc. Kann man vergleichen mit, wenn ihr es kennt, Donkey in Deutschland,
eigentlich vom Ding her sehr, sehr ähnlich. Ich würde aber sagen, Chipotle nochmal ein Stück besser. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Auto. Wollten dann mal Richtung Rodeo Drive fahren. Der gute alte GTA-Spot unter anderem. Wir sind keine 2 Minuten in Beverly Hills. Es ist geisteskrank. Also ich gebe euch gleich mal ein paar Aufnahmen von den ganzen Häusern, den Straßen und so weiter. Was hier für Villen stehen, das ist unfassbar, wie die Straßen alleine aussehen. Irgendwann, Jungs, irgendwann. Euch mal hier diese Häuser. Wir machen jetzt hier ein paar Pics auf entspannt. Wow, also mir fehlen echt die Worte. Man erkennt auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Unterschied im Vergleich zu Melrose Avenue. Also es sind nur so High-End-Stores, sei es Goya, sei es Prada, sei es Gucci, sei es Salvatore Ferragamo, was auch immer. Aber dementsprechend sieht die Straße hier auch oder generell die Straßen sehr, sehr edel aus, sehr schön. Jungs, hier, GTA, Raubüberfall. Da kommen Erinnerungen hoch. Wow, Boyard, LV da hinten. Also ich muss sagen, das ist glaube ich die schönste Einkaufsstraße, die ich je gesehen habe, aber ich kann mir trotzdem nichts leisten. Weiß ich ja nicht. Also ich muss sagen, Kennzeichen passt wenigstens zum Auto. Junge, Junge, Junge. Wir sind jetzt nochmal auf schnelle Welle hier zum Hotel gefahren. Unsere Handys laden, 10, 15 Minuten, bisschen klarkommen, bisschen chillen und dann ist, denke ich mal, der nächste Stop Venice. Also fahren wir mal runter Richtung Venice Beach. Und auf jeden Fall möchte ich heute Abend bei Five Guys essen. Hä? Das ist das oberste Ziel. Da kriegst du den Bock drauf. Mittlerweile ist es dunkel, aber wir laufen hier gerade zum Santa Monica Pier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich zeige euch ganz kurz. Puh. Oh, crazy. Und da hinten, da, könnt ihr sehen, ist der Pier, da gehen wir gleich auch nochmal hin. Krank schön. Ey, hier, das gibt mir auch mit den Straßen wieder so krass GTA-Vibes, ne? Genau da immer gecruised. Der junge Mann hat aber die anderen Eier. Junge, was? Santa Monica Pier, weiß ich nicht. Also der Pier an sich, eigentlich sehe ich mir schon ein bisschen krasser vorgestellt. Aber wir fahren auf jeden Fall morgen früh, weil da wollten wir nämlich nach Malibu fahren. Bevor wir nach Malibu fahren, nochmal kurz zum Venice Beach, weil wir das Ganze mal im Hellen sehen wollten. Aber einen wichtigen Stop gibt es noch. Ja, und ihr wisst, was es ist. In and Out. Da muss ich jetzt hin, da will ich hin und da gehe ich auch hin. Und ich hoffe, dass es wirklich so krass ist, wie ich es mir vorstelle und nicht einfach nur Hype, Hype, Hype und nichts dahinter. Aber ich denke schon, ich habe da nur Gutes gehört. Das ziehen wir uns gleich rein. We made it. Aber einfach Schlange bis nach draußen. Und ich hoffe, dass sich das Anstehen jetzt lohnt. Ihr bekommt jetzt eine Live-Reaction auf mein Essen. Ich zeige euch mal den Burger. Ich habe mir jetzt auf Empfehlung den Double Double Animal Style bestellt. Weil es mal zusammen rein sieht, war schon mal sehr, sehr stabil aus. Number one, please. Number one. Number one, please. Der ist sehr, sehr böse. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht noch bessere Burger gegessen habe. Aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Das ist der beste Kettenburger, den ich hier gegessen habe. Ja, der beste Kettenburger auf jeden Fall. Ich hol jetzt mal die Pommes. Weiß ich nicht. Was ist das dazu? Kleines Fazit. Burger, sehr, sehr krass. Pommes, sag ich ehrlich, mir schmecken Mc's Pommes sogar besser. Bisschen enttäuscht bin ich da. Zum Abschluss des Abends sind wir jetzt noch hier im Pool von unserem Hotel. Ich werde jetzt noch ein paar Bahnen drehen. Der allererste Sportler und dann geht's schlafen. Boah! Yes, we go tight. Boah, Jamies gelohnt. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, das Wetter hier ist jetzt heute irgendwie nicht so baba. Es ist sehr, sehr bewölkt, sehr cloudy, irgendwie auch neblig, was auch immer. Ist jetzt, glaube ich, nicht das beste Wetter, um am Venice Beach zu chillen, aber. Naja, ich habe mir jetzt sogar noch kurz hier ein Zip-Hoodie angezogen, weil es ist tatsächlich auch wirklich, wenn man auch hier am Strand ist, sehr, sehr windig, auch ein bisschen kühl. Kurs geht auf jeden Fall raus hier ans Wetter. Mega geil. Das einzige Positive an dem Wetter heute ist, dass es wenigstens sehr leer ist. Aber wir sind da.
am schönen Spot, wie ich hier in GTA gecruised bin, Alter, das wisst ihr gar nicht. Ich habe meine Skaterkarriere leider an den Nagel gehangen, ihr wisst ja, ich habe ja auch mal 3 Monate geskatet. Vielleicht soll ich wieder an. Ah nee, komm, scheiß drauf. Und ihr wisst ja, ich bin ein guter Sohn, deswegen gehe ich jetzt hier rein, Souvenirshop, und kaufe irgendwas von meinen Eltern, ein kleines Mitbringsel. Ja, ihr kennt den Hasen doch. So und nicht anders. Und jetzt geht's ganz kurz anscheinend Tacos essen zu irgendeinem Taco-Spot. Soll angeblich ganz gut sein. Wir haben aber erst irgendwie 10 Uhr morgens oder so. I don't know, ob ich jetzt Tacos sehe, aber wir steppen mal hin. Teddy's Red Tacos wurde uns empfohlen. Ich gebe euch ein Feedback. Tacos sind da. Die werden jetzt reingehauen. Hier, das, ne, ist der Taco. Wir werden jetzt probieren. Und scharf, ne? Hast du gesagt? Und. Boah, echt scharf. Ein scharf. Boah, sehr, sehr böse. Klare Empfehlung. Solltet ihr mal Bock haben auf Tacos und ihr seid am Venice Beach, dann checkt das hier ab. Teddy's Red Tacos. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ihr habt gerade gut in den Aufnahmen gesehen, wo wir sind. Und zwar sind wir in Malibu. Kurz rüber gefahren, ich glaube eine halbe Stunde oder so. Geisteskrank, Alter. Ich muss jetzt mal gucken. Wir sind gerade erst hier angekommen, geparkt. Laufen jetzt mal ein bisschen rum am Strand. Aber ihr werdet eh wieder ein paar Aufnahmen bekommen. Wie geisteskrank sieht das hier bitte aus? Unser Ziel ist jetzt, hier komplett hochzulaufen, nach da ganz oben. Da sitzen nämlich sogar welche. Ich muss schon ehrlich sagen, wir sind miese Opfer, dass wir hier hochlaufen. Man könnte ja auch einfach, wie der Typ da hinten, den Berg hochklettern. Ach, schon peinlich von mir. Sorry, Jungs. Was soll ich euch sagen? Digga, wie soll ich denn jetzt hier machen? Fuck. Ich falle auf die Fresse. Ich stehe jetzt hier oben auf einem Hügel. Hoffentlich falle ich nicht runter. Aber gebt euch diese View. Hier sind auch überall Delfine, die schwimmen. Was soll ich euch sagen? Ich glaube, ihr habt echt sehr krasse Eindrücke bekommen. Wir haben aber jetzt extrem Hunger und haben auch gar nicht mehr so viel Zeit in Malibu. Deswegen, weil wenn wir ja auch in Malibu sind, kann es eigentlich nur zu einem Spot gehen. Dann müssen wir auch schon langsam wieder nach L.A. zum Flughafen, denn das war's mit L.A. Es geht aber noch woanders hin. Aber das im nächsten Video. Das ist ja jetzt nur der Amerika-Vlog. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Wir sitzen jetzt hier in Malibu bei Nobu, weil das war auch sowas, da wollte ich einfach unbedingt mal essen und haben uns jetzt mieses Sushi bestellt. Ihr wisst ja alle, Sushi, mein Favorite-Gericht. Ihr bekommt gleich ein Live-Tasting, aber schon mal die Location hier, sehr, sehr krass, direkt am Meer. Wir warten jetzt auf Essen, dann gibt's ein Live-Tasting. Unser Sushi ist da, sieht schon mal sehr, sehr böse aus. Auch hier irgendwie mit Jalapenos drauf, okay. Ich bin gespannt. Also das war jetzt frittierte Garnele, war schon mal eine 11 von 10. Das ist der beste Vergleich, weil Lachs, Avocado, Makis esse ich eigentlich egal wo ich bin, immer. Und das ist Real Talk. Krass, ich hab noch, also das sind die besten Makis, die ich gegessen habe. Das zergeht einfach auf der Zunge. Also ihr esst das und es ist einfach... Wie ihr wahrscheinlich schon unschwer erkennen könnt, sind wir nicht mehr in Malibu, sondern gerade am Flughafen. Denn wir fliegen jetzt zum nächsten Ort, zu dem Ort, wo der eigentliche Urlaub auch ist, wo wir ein bisschen länger auch bleiben. Es wird auf jeden Fall extrem, extrem krass, aber dazu wird nochmal ein eigener Vlog kommen. Das wäre es aber jetzt gewesen mit dem Amerika-Teil, mit Las Vegas, mit Los Angeles. Leider wirklich nur 2 Tage, euch im Voraus, dass wir es trotzdem gemacht haben, weil eigentlich hätten wir es gar nicht gemacht, aber ich habe gesagt, komm, lass uns das noch irgendwie versuchen dran zu hängen, weil wir halt eh normalerweise hier zwischengelandet wären. Einen Daumen nach oben da lassen, gerne einen Kommentar schreiben, kostenloses Abo da lassen. Für mich geht es jetzt weg und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde, genießt es. Hau rein, ciao.